Hallo und herzlich willkommen zum achten Kapitel der Fanfiction, ob du willst oder nicht, jetzt komm ich. Viel Spaß. Blinzelnd öffnete er die Augen, gähnte entspannt. Der Geruch seines Freundes strömte in seine Nase und nahm ihn völlig ein. Hadi lag halb auf Valentin, sein Gesicht auf die Brust des Blondschaffes gebettet. Ein Bein lag quer über den Beinen seines Freundes, ein Arm über Valentins Oberkörper. Wohlig lächelnd hob Hadi den Kopf und sah, dass Valentin noch schlief. Dieses Mal würde er nicht kopfüber das Bett verlassen. Dieses Mal würde er liegen bleiben und die Nähe zu Valentin genießen. Entspannt legte er seinen Kopf wieder auf die Brust seines Freundes und schlief wieder ein. Als er wieder aufwachte, spürte er, wie ihm jemand über den Kopf streichelte. Er kuschelte sich enger an Valentin und öffnete die Augen. »Guten Morgen!« Die verschlafene Stimme von Valentin jagte Hadi wohlige Schauer über den Rücken. Er hob den Kopf und ihre Lippen trafen sich. »Guten Morgen! Bist du schon lange wach?« Valentin schüttelte den Kopf. Sie blieben noch eine Weile so liegen, bis sie gemeinsam aus dem Bett krabbelten und ins Bad gingen. Sie putzten sich die Zähne und während Valentin ins Schlafzimmer wanderte, klatschte sich Hadi kaltes Wasser ins Gesicht und zupfte an seinem Haar herum. Er kehrte ins Schlafzimmer zurück und war ein bisschen enttäuscht, als er Valentin in T-Shirt und Jogginghose vorfand. Sein Freund zog gerade die Vorhänge auf und Hadi umarmte ihn von hinten, schmiegte seinen Körper an den Rücken seines Freundes. »So anhänglich?« Hadi nickte und biss Valentin durch den Stoff in seine Schulter. Zufrieden spürte Hadi den Schauer, der durch den Körper des Blondschopfes ging. Valentin drehte sich um und ihre Lippen trafen sich. Als sie voneinander abließen, lächelte Hadi wieder. »Ich kann sehr anhänglich sein, wenn ich will. Und noch viel mehr. Gewöhn dich besser dran.« Valentin rieb seine Schulter. Er grinste. »Ich habe es gemerkt. Musstest du so zubeißen?« Über Hadis Lippen huschte ein schelmisches Grinsen. Er gab Valentin einen Kuss auf die Lippen und wanderte mit seinem Mund an sein Ohr. »Du bist einfach zum Anbeißen. Da konnte ich einfach nicht widerstehen«, flüsterte er und lächelte wieder, als erneut ein Schauer über Valentins Körper jagte. Gemeinsam saßen sie in der Küche und aßen Cornflakes. Inzwischen hatte sich auch Hadi ein T-Shirt und eine Jogginghose angezogen, welche er sich von Valentin geliehen hatte. Er schien der glücklichste Mensch der Welt zu sein. Nie hätte er gedacht, dass er mal bei Valentin, jetzt sogar schon zum zweiten Mal übernachten würde und sie eine Nacht aus zärtlichen Berührungen und inniger Liebe miteinander teilen würden. Sein Blick ging über den Tisch und er beobachtete Valentin beim Essen. Dieser hatte sich einen Löffel mit Cornflakes in den Mund geschoben und kaute zufrieden. Ihre Blicke trafen sich und beide fingen willkürlich an zu lächeln. Nach dem Essen packten sie das Geschirr in die Spülmaschine und machten es sich gemeinsam im Wohnzimmer gemütlich, wo sie gemeinsam eine Runde zockten. Als Hadis Handy klingelte, pausierten sie das Spiel und der Braunschopf nahm den Anruf entgegen. »Wo zum Teufel bist du?« Brammens Stimme klang vorwurfsvoll. Überrascht zog Hadi die Augenbrauen hoch. »Bei Walle, warum?« »Ach so, der feine Herr macht sich wieder einen gemütlichen Abend bei unserem guten Valentin und vergisst total, dass Jay heute wieder nach Hause fährt.« Hadi sprang auf. »Scheiße, ist Jay schon gefahren? Deshalb rufe ich ja an. Er fährt in 2 Stunden. Wir wollten uns nochmal alle hier bei Chris und mir treffen. Erinnerst du dich?« »Noch ein bisschen herumalbern und dann zusammen zum Bahnhof fahren. Alle sind schon da!« Im Hintergrund hörte man Sepp etwas sagen und alle brachen in schallendes Gelächter aus. »Ja, ist ja gut. Ich bin in einer halben Stunde da. Bis gleich.« Hadi legte auf und sah zu Valentin, der ihn beobachtete. »Verdammt, ich habe total vergessen, dass Jay heute wieder nach Hause fährt. Ich muss mich fertig machen.« Wie ein kopfloses Huhn begann er, seine Kleidung zu suchen. Als er sie gefunden hatte, musste er feststellen, dass sie nach Alkohol stank. Peter hatte ihn unabsichtlich gestern Abend etwas über das T-Shirt geschüttet und nun stank es nach hochprozentigen. Jemand klopfte ihm auf die Schulter. Valentin stand hinter ihm. »Du kannst das T-Shirt anlassen, wenn du willst. Ich wasche deine Sachen einfach, in Ordnung?« Zur Antwort küsste Hadi Valentin, lächelte ihn glücklich an. »Danke.« Er schlüpfte in die Hose und zog sich die Schuhe an. Er machte sich ausgefertigt und stellte fest, dass sich Valentin auch umgezogen hatte. »Du willst doch nicht etwa mitkommen?« Valentin zog den Reißverschluss seiner Jacke hoch und sah ihn an. »Ich fahr dich rüber, dann bist du auf jeden Fall pünktlich.« Hadi wäre ihm am liebsten um den Hals gefallen. Vor dem Haus, in welchem Chris und Bram wohnte, hielt Valentin und stellte den Motor ab. Erst war es still, Hadi sah auf seine Hände. Schließlich hob er den Blick und sah zu Valentin. »Wann sehe ich dich wieder?« Der Blondschopf nahm Hadis Hand. »Spätestens Freitag.« Zufrieden nickte Hadi. Sie küssten sich. »Ich rufe dich heute an, versprochen.« Glückselig lächelnd schnallte sich Hadi ab und stieg aus dem Auto. Er drehte sich um und winkte Valentin so lange, bis dieser abbog und außer Sicht war. Nachdem er geklingelt hatte, surrte die Tür und er konnte das Haus betreten. Eilig sprang er die Stufen hinauf und wurde von einem grinsenden Chris in die Arme geschlossen. »Und?« Hadi sah über Chris' Schulter, um sicherzugehen, dass sie niemand hörte.
Sie sitzen alle im Brams Zimmer, bemerkte der Brillenträger, und Hardy begann über beide Ohren zu lächeln. Wir wollen es miteinander versuchen! Sofort wurde er von Chris wieder in die Arme genommen. Die zwei Freunde strahlten sich an. Na wunderbar! Gemeinsam betraten sie die Wohnung und schlossen die Tür. Aus Brams Zimmer war lautes Gelächter zu hören. Und als die zwei Freunde das Zimmer betraten, wurde es schlagartig still. Alle starrten Hardy an. Besser gesagt, eine bestimmte Stelle. Hardy wäre am liebsten vom Erdboden verschwunden. Er hatte den Knutschfleck ganz vergessen. Chris schien er erst jetzt aufzufallen. Peter war der Erste, der zu lachen anfing. Die anderen folgten seinem Beispiel. Jay hatte sich erhoben und schlich um Hardy herum. Von wem hast du denn dieses schöne Präsent? Hardy schlug seine Hand weg, als Jay über den Knutschfleck mit zwei Fingern fahren wollte. Ihm war unwohl. Er wollte seinen Freunden nichts erzählen, was Valentin und ihn betraf. Eine Ausrede musste her. Doch der Knutschfleck war nicht das Einzige, was seinen Freunden auffiel. Aha, tauschen du und Vali jetzt schon Kleidungsstücke, kam es lachend von Sepp. Hardy sah ihn sich herab. Er hatte ganz vergessen, dass er ein T-Shirt von Valentin trug. Hätte mir Peter nicht seinen Drink über mein T-Shirt gegossen, hätte ich mir auch keins von Valle leihen müssen, kam es giftig von Hardy. Sepp prustete los. Sag mal, Hardy, ohne dass du es in den falschen Hals bekommst, warum bist du zurzeit immer gleich auf 180, wenn es über dich und Valle geht? Haben wir irgendwas verpasst? Ihr habt überhaupt nichts verpasst, kam es schneller von Hardy als beabsichtigt. Er biss sich auf die Zunge. Mit seinem Verhalten machte er sich nur noch verdächtiger. Und von wem ist dann der Knutschfleck? Hakte Jay nach und alle starrten Hardy erwartungsvoll an. Chris starrte aus dem Fenster, ihm war die Situation genauso unangenehm wie Hardy. Das geht dich überhaupt nichts an, Jay. Peter starrte Hardy ungläubig an. Der Knutschfleck ist also von Valle? Nein! Rief Hardy gereizt aus und rieb mit der Hand über den Knutschfleck. Was waren seine Freunde auch so neugierig? Brammen war aufgestanden und klopfte Hardy auf die Schulter. Ey, du musst nicht gleich so sauer werden. Valle ist schon ein heißes Schnittchen. Da kann man schon mal schwach werden. Dennis, kam es von Chris. Hardy war noch nie bekannt dafür, dass er eine eiserne Selbstbeherrschung besaß. Er ging in den Angriff über. Und selbst wenn es Valle war, was geht euch das an? Und war es totenstill. Alle starrten Hardy überrascht an. Erst jetzt realisierte der Braunschopf, was er gesagt hatte. Beschämt starrte er zu Boden. Das kam jetzt falsch rüber, ich meinte, stotterte Hardy los. Er wusste nicht, was er sagen sollte und schwieg abrupt. Die Spannung ließ sich mit einem Messer zerschneiden. Keiner sagte ein Wort. Noch ehe jemand etwas sagen konnte, drehte sich Hardy um und rannte aus der Wohnung. Hinter ihm hörte er Chris etwas rufen. Doch er ignorierte seinen Freund und wurde auch nicht langsamer, als er auf die Straße trat. Er rannte einfach weiter, ihm kamen die Tränen. Seine Freunde würden nie verstehen, was in ihm vorging. Es würde alles ändern. Er hätte sich selbst ohrfeigen können, dass er nicht den Mund gehalten hatte. Die Tränen rannen über seine Wangen und sprangen davon. Hardy wollte nur noch zu Valentin. Er zog sein Handy aus der Tasche und suchte die Nummer seines Freundes. Keuchend blieb er an einer roten Ampel stehen, ignorierte die neugierigen Blicke anderer Passanten. Die Mailbox sprang an und Hardy legte auf. Er rannte los, als es grün geworden war. Seine Gedanken waren in wirrer Aufruhr. Warum war Valentin gerade jetzt nicht erreichbar? Hardy rannte einfach weiter, so schnell er konnte. Er wollte allem entfliehen, überquerte eine Straße und sah das Auto erst, als es zu spät war. In seinen Ohren erklang das Quietschen der Reifen. Er spürte den Aufprall und alles wurde schwarz. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal. Bis dann.